Hallo, liebe Kriegerfreunde, euer NBK hier und willkommen zurück zu einer genaueren Erklärung der Spielweise des Fugerkriegers. Als erstes starten wir dann mit den Talenten. So, die Talente für unsere Single-Target-Rotation und Skillung sehen wie folgt aus. Wir fangen mit endloser Wut an, gefolgt von doppelt hält besser, Avatar, dann Riesenschritte, Wutschwamm der Berserker, innere Wut und als letztes Waghalsigkeit. Multitarget ändert sich unsere Skillung leicht. Wir ersetzen endlose Wut durch Kriegsmaschine und ersetzen Avatar durch Abrissbirne. So, als nächstes kommen wir dann zu der Rotation. Fangen wir mit unserer Angriffsrotation an. Wir fangen an mit Sturmangriff, gefolgt von Kampfschrei plus Avatar. Danach benutzen wir Toben, danach den wütenden Schlag, dann Odins Zorn, dann Blutdurst und zum Schluss nochmal einen wütenden Schlag. Gucken wir uns nun die Rotation an, wenn wir keine Cooldowns ready haben. Unsere erste Priorität ist Toben, aber auch nur dann, wenn wir 100 Wut besitzen. Als zweites ist es dann wütender Schlag, dann kommt Blutdurst und als letztes wütende Schlitzen. Wütende Schlitzen, aber nur als Filler. Das heißt, wenn nichts anderes mehr ready ist zum Benutzen. Wütender Schlag und Blutdurst halten wir immer auf Cooldown. Bei drei Zielen ersetzen wir einfach nur wütende Schlitzen durch Wirbelwind. Ansonsten bleibt unsere Priorisierung gleich. Bei vier Zielen oder mehr haben wir eine andere Priorisierung. Wir haben immer noch Toben mit 100 Wut auf Prio 1. Als zweite Priorisierung ist Blutdurst und alle anderen Skills werden durch Wirbelwind ersetzt. In der 20% Phase ist unsere Priorität etwas anders. Auf Platz 1 steht Execute. Als nächstes benutzen wir wütende Schlitzen, Blutdurst und das wiederholen wir immer. Unsere Cooldowns in der Execute-Phase benutzen wir wie folgt. Wir ziehen Avatar und Kampfschrei, wobei zu beachten ist, Kampfschrei erst zu benutzen, wenn wir keine Wut mehr haben, weil wir instant 100 Wut kriegen. Nach Kampfschrei benutzen wir einmal Execute, dann benutzen wir Blutdurst, um den Wutzustand zu bekommen und dann benutzen wir wieder nur noch Execute, bis wir keine Wut mehr haben. Und dann geht es ganz normal mit der Execute-Reihenfolge-Rotation weiter. So, beschäftigen wir uns nun mit den Werten, die der Fuhrerkrieger braucht, um Schaden zu machen. Unsere erste Priorität ist es, 30% Tempo zu erreichen. Wenn wir diese 30% Tempo erreicht haben, ist unser zweiter bester Stat Meisterschaft. Als drittbester Stat ist Vielseitigkeit oder Stärke, als viertbester Stat ist Crit. Es heißt oder es gilt für uns, diese 30% Tempo zu erreichen. Das heißt, bis wir die 30% Tempo haben, sockeln wir auch Tempo. Übersteigen wir die 30% Tempo, könnt ihr auch Stärke oder Meisterschaft sockeln. So, falls ihr jetzt noch wissen wollt, welche Trinkets oder welches Gear ihr aus Nighthold benutzt, schaut doch in einem meiner anderen Videos vorbei. Genauso wie für die Talente, die ihr bei den gewissen Bossen spielt, weil Nighthold hat viele verschiedene Bosse, somit müssen wir unsere Talente öfters ändern. Aber genaueres immer in anderen Videos. Danke fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like oder ein Abo da. Bis bald, euer NBK.